Wir haben dieses dicke, hässliche und weitere Ausdrücke benutzend Schwein besiegt. Oh, guck mal, jetzt ist er ganz traurig. Haben wir den Falschen getötet? Nein. Böser Yeti. Robin, danke, dass du mir jetzt über knappe 9 Parts beigestanden hast. Voll oberübel. Das habe ich gebraucht. Gratulation. You have courage. Du hast mutig, du bist mutig allen Gefahren getrotzt. Und, treatment heißt so eigentlich, hier behandeln und so. Die dich alle so schlecht behandelt haben, keine Ahnung. Du hast alle Kreaturen besiegt. Abominable? Ich habe keine Ahnung mehr. Verdammt. Ja. Abominable mit diesem hässlichen, behaarten Yeti. Für Stunden und Tage, ja, in der Tat, das haben wir gebraucht. Du hast mutig die ganze Welt vor einem neuen Eiszeitalter bewahrt. Um Gottes Willen. Danke dir, der Yeti. Was? Okay, der Yeti wird niemanden jemals wieder Angst einflößen. Wow. Und jetzt wird noch gesagt, dass wir viele weitere wundervolle Abenteuer in der verrückten Welt Mr. Nuts erleben werden. Oh Gott, die verrückten Mr. Nuts. Wow, wir kriegen dann sozusagen am Ende des Spiels eine Erklärung, warum wir das endlich alles gemacht haben. Wir wussten ja nie, warum wir von A nach B rennen. Jetzt wissen wir es, wir haben einen fiesen, bösartigen Yeti davor bewahrt, die Welt untergehen zu lassen oder in eine zweite Eiszeit. Ja, so war der Yeti. Ich denke doch. Oh ja. Oh, eine Gegner-Show? Ja, machen wir die Welt-Show, oder? Wir werden sehen. Bestimmt sind das jetzt gerade die Leute, die das Programm nicht haben, spielen die gar nicht zocken. Was ist das denn? Die Blöcke fallen ja runter, das ist bei mir nicht so gewesen. Okay, ja. Wow! Da hast du die Typen, die das so fies programmiert haben. Ja. Okay. So, wer weiß, wo die wohnen. Also mal ein bisschen die Credits ablaufen und dann ist auch dein nächstes Let's Play beendet, was? Oh ja, das zweite Let's Play, das ich beende. Wow. Die Credits. Oh. Ja, jetzt werden alle Welten nochmal durchgezeigt. Wow. Ja, ich meine, okay. Dann sind wir da mal in Adventure Parks. Ich weiß nicht, ich denke, was im Maulwurf. Ja. Waren sie klein und nervig. Die Bubble, die Unverwundbarkeitsblase, die hätten sie ruhig öfter einbauen können. Bei den fiesen Phobie-Parts da. Ja. Zum Beispiel. Stimmt. Obwohl, wer weiß, wenn wir bloß 44% haben, vielleicht war die in jeder Welt. Deswegen manchmal noch bitte. Und jetzt gibt es nochmal so ein End-Prozent-Dings oder wo du die Prozente generell vom Spiel geschafft hast. Das weiß ich gar nicht. Lassen wir uns überraschen. Schon wieder die beiden selben Typen. Das Spiel auch richtig designt und entworfen und produziert. Ich glaube, zwei Typen haben dann 10 Minuten. Bei 10 Minuten? Wow, na dann müssen wir einen kurzen Schnitt hier machen. Und wir sehen uns gleich im nächsten Part. So, da sind wir auch schon wieder bei Mr. Nuts. Immer noch bei den Credits. Ja. Mal gucken, was hier noch so los ist. So, okay. Bei den Level hat es ja auch ein echtes Problem gehabt, ne? Oh ja. Ja. Doch, eigentlich schon. Da habe ich relativ viele Leben verloren. Weil mit Level, wo Marcus mit dabei war, oder? Ich glaube schon, ja. Ja klar, natürlich. Ja, dann möchte ich die Zeit nochmal nutzen, Robin nochmal zu danken. Neun ganze Parts, Robin. Ja, also, ja, wie gesagt, wir haben halt gedacht, dass es jetzt nicht mehr so lange dauert. Ich habe Marcus das auch gefragt. Du wolltest ja eigentlich relativ gerne bei Mr. Nuts mit bei sein. Warum eigentlich? Bei dem Mr. Nuts? Ich weiß nicht, also... Ein bisschen nass fand ich, also ich hab zwar nicht so richtig, also ich kannte das Spiel zwar, aber gespielt hatte ich zwar vorher noch nie, aber also wollte ich mal dabei sein. Oh, mal gucken, wie geil ist das Spiel. Oder ein bisschen, wie fies. Also ich finde auch das Spiel, also ist jetzt auch gleich so eine Art Review, ne? Also das Spiel ist auf jeden Fall wunderbar designt, also das sind herrliche Welten bei herrlichen Gegner. Zwar arbeiten die Gegner immer nach dem gleichen Prinzip, du hast immer irgendeinen so Fluggegner, sei es ein Vögel, Bienen, Fledermäuse, was auch immer, hast du immer noch etwas größere Viecher, die mit irgendwas nach dir werfen, wie Eskimos, Maulwürfe,
oder halt diese Handschuh-schießenden Mäuse da. Und zwischendurch kamen noch wieder ein paar Abwechslungsgegner, aber... Ja, aber es ist ein wunderbares Spiel. Ja, das stimmt also. Ja, es wurde bloß durch schwer durch diese Überladenheit an manchen Stellen von vielen Gegnern. Und dieses Gerutsche in dieser Eiswelt hat genervt. Ja, also die Eiswelt, die ist schon übel. Die war richtig mies. Vor allem da hatte ich auch kaum Übung drin, weil ich halt nicht so oft da war. Ja, das ist alles bis Ausreden. Ich bin schlecht. Nein. Ja, tatsächlich, hier wird nochmal jede Welt gezeigt. Garantiert so bloß nochmal die einzelnen Gegner oder so. Das wäre auch lustig. Schönes Ausklingen. Weil ich finde, die hätten die Credits gleichzeitig laufen lassen können, während die Spiele da gezeigt werden. Das stimmt. So eine Zeitschinderei. Bobby Earl, wow, Sounddriver. So muss man heißen. Ich glaube, der schuldet mir noch Geld, glaube ich. Die müssen wir aber besuchen. Ich glaube, wir haben das Spiel hier mitfinanziert. Drecks-Level. Ja, zeig das. Okay, wir hätten die Chewbacca's auch mit Schwanz killen können. Gut zu wissen. Ich bin ja mal gespannt, wie die sich tun. Ah. Alles klar. Aber guck mal, wie schnell die das ausgeblendet haben. Ja. Oh verdammt, was zeigen wir? Zeigen wir den einfachsten Part. Schnell weg da. Presented by Ocean, achso, das war diese Firma. Ocean's 11 haben wir. Das wäre lustig, hätte es zu der Zeit die Firma schon gegeben. Hat es bestimmt eine Rechtsklage gegeben. Ich habe gefreut, dass ihr einen Diener nochmal. Ah, nee. Thanks for... Ah, die Flow. Warum ist da kein Boden? Die Äpfel. Wie? Nein, was denn jetzt? Hä? Serke? Hä? Rich? Ach so, jetzt. Thanks to. Ja, und währenddessen werden hier irgendwelche Typen bedankt. Alles klar. Na, zeigen die auch wirklich alle? Tatsache. Da kommen ja wirklich alle, ey. Wie lange sollen das dauern? Ja, du musst dich schon umdrehen, mein Freund. Genau so. Wow. Fiese Pflanzen, ey. Die zeigen echt jeden einzelnen Gegner. Kann noch ein bisschen länger dauern, ne? Das kann ein bisschen länger dauern. Ja. Sache ist also eine... Die Vorgänge von den Löwenzahn, ne? Aber das ist mehr Entertainment als bei anderen Credits, bei späteren Spielen. Bei manchen, wow. Bei manchen späteren Spielen, wenn er einfach die Credits abgerattert. Mhm. Und hier eigentlich auch. Dass man hier noch ein paar Gegner sieht. Das sind echt alle... Hätten wir wenigstens noch ein bisschen Musik dabei lassen können oder so. Ja. Das wird nämlich schnell langweilig dann. Mhm. Speedtaste bringt ja auch nichts, dann sieht man ja die Gegner. Ja. Ach, man kennt die ja alle. Brrr. Toll, das war der letzte Gegner. Toll, wo soll ich denn die Speedtaste benutzen? Mr. Nuts, Final Score, Total Coins. Alles klar. Boah, alter Schwede. Wir haben ganz schön viele Punkte gemacht, über 1 Million. Das stimmt. Ja. Und über 1000 Münzen gesammelt. Jetzt ist Mr. Nuts reich. Wir haben Mr. Nuts zu Reichtum verholfen. Ja. So. Okay, das war also ein Prozentzahl. Sieht nicht so aus. Ich kann das mal ein bisschen schneller laufen lassen. Nein, das war's. Gut. Das war's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mein zweites Let's Play ist zu Ende. Mr. Nuts. Genau. Und jetzt schön viele Kombis, schön viele Freundesanfragen und schön viele Abonnenten. Oh, danke, Robin. Aber ruckzucki. Okay, nochmals ein großes Danke an Robin. Ja, kein Problem, Karolin-Pferd, sehr gerne. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich kann mich immer nur bedanken. Ja, kein Ding. Das machen Freunde so. Okay, dann vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß bei meinen weiteren Let's Plays. Genau, und wir hören uns dann immer auch irgendwann mal wieder. Tschüss!